allein. Mann, da ist die Maschine. Wir müssen sie zurückholen, bevor der Mond sie hat. Ja. Klingt doch ganz einfach, oder? Ja. Okay, da lang. Er hat echt neue Tierungssinn wie ein Hamster. Ich dachte, wir hätten die Maschine umprogrammiert. War da nicht was? Ja, eigentlich schon, aber irgendwie. Wer hat jetzt in Orientierungssinn wie ein Hamster? Aber irgendwie nicht so wirklich. Links. Die Maschine erreicht nicht irgendwelche Sicherheitskills. Das Problem ist, die sind schneller als du, Bala. Hinter uns. Noch einer. Nee. Was denn? Gar nichts. Hier ist ein Sprungportal. Ach nee. Dass bei einer instabilen Welt so eine tolle Idee ist. Hier dürfte auch ein bisschen mehr Action sein diesmal. Ja, hier ist ein Speicherpunkt. Das wird mehr Action. Stein, Stein, Stein. Autsch. Du bist aber auch voll reingeflogen. Ja, aber so richtig. Hätte ja klappen können. Aber es hält so ein menschlicher Körper auch mehr aus. Weißt du, den Stein sieht man auf Millionen Kilometer Entfernung kommen. Ja, ich wollte aber nach links dran vorbei, rechts dran vorbei. Ich dachte nicht, dass er schon so nah dran ist. Er hat gedacht, dass er nicht so nah dran ist. Ist ja auch ein kleiner Stein gewesen. Den kann man auch unterschätzen, weißt du? Hoch. Erstmal auf die Fresse gelegt, na klar. Wie immer halt. Das war eine saubere B-Note in der Landung. Jetzt wird's nur noch uncool. Ja, yep, glaube auch. Au! Wir können hier weiter jetzt. Glaubst du? Ja. Was hat dich jetzt umgehauen? Ich habe keine Ahnung. Ja.
aufhören, immer genau vor mir aus dem Boden zu kommen. Hinter uns war was. Ja. Hat mich direkt zerfetzt irgendwie. Okay, gut. Das war uncool. Und nochmal. Ach, von hier schon wieder. Hätte auch vorm Sprung sein können. Was hinter uns auf. Damit hat er mich jetzt voll aus dem Tritt gebracht. Ich weiß. Scheiß, dreimal am Stück nachgeladen. Okay. Ich würde trotzdem gerne wissen, was es da letztendlich erwischt hat. Und dass dein Leben immer volle Energie ist. Meins ist voll. Guck nach hinten. Ich soll nach hinten gucken und er lässt die ganze Fresse hauen. Ich hab gesagt, ich guck nach hinten. Hier war das irgendwo, ne? Ja, hier hat uns was erwischt gehabt von hinten. Ja, lauf! Was lauf? Will ich's wissen? Der Planet war's. Ah ja. Du musst Leben nachdanken. Eine Werkbank. Ja. Der halbe Planet fällt auseinander, aber wir haben Zeit für die Werkbank. Ja, man muss Prioritäten setzen. Ja. Ja. Der ganze Planet wirft nach uns, naja, ist nicht so schlimm. Das war auch die Erklärung, warum es dich instant zerfetzt hat. Ja. War ausnahmsweise mal eine gute Erklärung. Ich habe nämlich nur noch gesehen, wie sich so der Boden in Einzelteile auflöste und das ziemlich schnell auf uns zukam. Ja. Müssen beide drin. Ich wusste es. Dein Helm ist kaputt. Ja, ja. So ein bisschen. Och nö. Runter. Wow. Ich glaube nicht, dass die Maschine noch funktioniert. Ich bin mir gerade nicht sicher, auf was ich schießen soll. Auf gar nichts. Hier geht es nur ums Überleben. Wir fliegen auf ein riesiges Maul zu. Lass uns nochmal über das Überleben reden, ja? Jetzt weiß ich auch, was ich schießen soll. Okay. Vielleicht sieht's uns nicht. Ich weiß trotzdem nicht, dass das Ding auch funktioniert. Uns kriegst du nicht. Ich weiß nicht, die Quelle, dafür reicht mal die Munition der gesamten Welt. Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Um uns herum fliegen Marker.
können diese TK-Platte nehmen und sie als Waffe werfen. Jetzt ist es sauer. Keule gekriegt, oder? Hingeworfen. Ins Auge. Da ist keins mehr. Da kommt gleich eins, bin ich mir sicher. Vorsicht! Das Vieh wirft Felsbrocken auf uns! Ja, ich seh's! Sauer, ja? Ich denke, wir sind auf der Platte. Wir können den einfach die Sachen ausreißen, ne? Das meinst du, was ich die ganze Zeit tue? Nichts Vernünftiges. Warte mal. Übrigens halten die Tentakel für die Größe nicht wirklich viel aus, ne? Nee. Jetzt feuern wir ganz gut. Er schlägt jetzt bestimmt gleich vor, dass wir hinterhergehen. Mhm. Isaac, wir müssen zu der Insel, auf der die Maschine ist. Der Codex ist darin. Ich kann's nicht erreichen. Warten Sie. Ich stelle mich auf die TK-Platte und versuche es rüberzuziehen. Beeilen Sie sich, bevor Sie das Ding erholt haben. Eklig. Ah. Aber wir haben, was wir haben wollten. Aber wir brauchen keine Tentakel. Wir kriegen das ohnehin. Ja, nur klettern können die zwei nicht. Ah, jetzt schon. Schnellkurs. Herr Bär muss sich wieder retten. Das war's dann? Wir benutzen den Codex? Ja. Also kein Scheiß mehr, wir werden jetzt hier sterben. Dafür hat die Erde wieder eine Zukunft.
Ritz. Wenn man in den Weltraum getrieben wird, könnte man ja auch seinen Helm zumachen. Ich habe keinen mehr. Ich habe mir den vom Kopf gerissen. Meiner war kaputt. Gut gemacht. Was meinst du, warum ich blute? Aus Langeweile? Bei dir? Ja. Das ist ein Argument. Hat es geklappt? Oh. Sieht so aus. Die könnte aber auch ein bisschen Herz vertragen, die... Ja. Ja, so wie sie aussieht, ja. Isaac. Isaac. Bist du da? Komm. Isaac. Du bist tot, nicht? Das Markersignal. Es ist auch weg. Isaac, du hast es geschafft. Du hast es tatsächlich geschafft. Koordinaten der Erde bestätigt. Schockantrieb aktiviert. Bin bereit. Ja. Das war ein recht düsteres Ende. So, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. So endet also Dead Space 3. Zumindest die normale Kampagne. Gespielt haben für euch ich, der Maler. So wie ich, der Manni. Andere Typ da drüben. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß mit uns. Und dass wir euch nicht gelangweilt haben oder genervt oder sonst irgendwas. Und dass wir euch wieder auf unserem Channel begrüßen dürfen, wenn unsere neuen Projekte starten. Also, bis dahin, Servus! Ja, ihr werdet mich auf jeden Fall noch bei Dead Space 3 Awakened sehen. Ich hoffe, der Baller macht auch mit. Ansonsten schauen wir mal. Adios!